Wir haben es, wir schaffen es noch zu Ende. Das Spengi, schaffen wir es noch mal kurz an den Waffenhändler vorbeizukommen? An was? An den Waffenhändler. Den Händler. Theoretisch ja. Das steht cool, noch da, drin. Cool, da würde ich nämlich gern noch mal hingehen. Wo gehen wir hin? Ich würde noch mal kurz gerne zum Waffenhändler gehen. Das steht euch frei, dahin zu gehen. Eine Frage. Du wirst nichts, was dagegen spricht. Mein Revolver-Skill, bezieht es sich auch auf andere Pistolenarten oder nur auf Revolver? Du hast es explizit Revolver genannt, also auch nur die. Trotzdem. Also die schießen sich halt anders. Ja, deswegen ja. Ich frage einfach nur unsere Spielerin. Naja, so anders schießen die sich nicht. Ich wäre jetzt gütig und würde sagen, das bezieht sich auf Pistolen, aber es ist dann... Ich bin es aber nicht. Ich habe kategorisch was gegen Nicht-Revolver als Handfeuerwaffe. Dann mach's nicht, Bruder. Dann entscheid dich, ich würde es dir durchgehen lassen, wenn du es unbedingt willst. Aber Styx möchte aber nicht mit Nicht-Revolvern schießen. Dann nicht. Gut, ich möchte trotzdem gern zum Waffenhändler gehen. Gerne. Dann tu das. Gut, ich gehe zum Waffenhändler. Und kaufe seinen kompletten Vorrat an Speeren auf. Sekunde. Da kann ich wieder mal gerade hinbringen. Maximal 34 kann ich mir leisten. Sollte er mehr haben, lege ich auch gern noch was drauf. Warum willst du alles? Ich will dich gerade mal fragen, warum willst du also seine Speere kaufen? Einen Speer reicht. Die Dinger zerbrechen hier nicht. Wir haben einen Plan und dafür brauchen wir mehr als einen Speer. Trust me. I'm an Engineer. Okay. Genau. Das reicht auch für. Was wollt ihr basteln? Einen Panzer aus Speeren. Okay, Zwergi. Wie viele Speere hat der gute Mann? So viele, wie du dir leisten kannst. Also ich kann mir 34 leisten. Wenn es unbedingt sein muss. Wenn es unbedingt... Wie kostet ein Speer nochmal? 60. Ein Speer. Der nimmt nur Pfund, richtig? Ein Speer ist ein Inventarslot. Okay. Überlegt euch gut, womit ihr euren Inventarslot zuklumpt. So viel, wie wir da haben. Das heißt maximal 15. Ich wäre auch bereit, alles 20. Außer mein Schwert rauszuschmeißen, Schwert ist auf dem Waffenslot, das heißt, du hast 15. Ich habe nur noch also einen. Let's go. Ich habe nur noch einen Inventarplatz frei. Gut, das heißt, ich habe jetzt 15 Speere in meinem Inventar. Ja, und ich habe auch 15 Speere im Inventar. Zieh das Geld ab. Zieh durch das Geld ab, was er dafür ausgibt. Muss ja nur einer. Ein Speer kostet 60. Genau, das heißt, 30 ziehe ich mir ab. Also ich bezahle die 30 auch komplett von meinem Geld. 60. Ja, aber 30 Speere mal 60. Ja. Ja. Das heißt, gut gerüstet gehen wir dann jetzt Richtung Dorf. Ich teile mir noch die Speere ein. Tu das. Ein Slot, ein Speer. Cool, ich habe noch 290 Pfund übrig. Gut, wenn ihr soweit seid. Ja. Ihr wart also ungefähr auf dem halben Weg bis zum Dorf. Seid dann nochmal umgekehrt und seid nochmal zum Händler. Ja, das war's aber auch wert. Ich verstehe nicht wieso, aber ich werde es schon noch sehen. Was euch das helfen soll. Du hast gesagt, dass wir unsere Motivation wiederfinden sollen. Das wird uns helfen, unsere Motivation wiederfinden. Ja, wird das. Weiß nicht, ob das im-Game euch helfen wird. Werden wir sehen. Wir haben einen Plan und wir werden ihn durchsehen.
Ich weiß nicht, ob euer Plan noch aufgeht. Das werden wir sehen. Das macht doch den Spaß. Den sollten wir noch wiederfinden. Gut, möchte die der Rest der Gruppe noch irgendwo anders hin? Blick auf den restlichen Stadtplan zum Beispiel. Dorf. Kennen halt nur noch die Dorfaufgabe nicht. Also nee, doch. Wir alle Aufgaben. Also wir noch haben zwei noch die Aufgaben. Dorfaufgabe und die Steinaufgabe offen. Also genau genommen habt ihr erst zwei Steine. Kennen die Aufgabe. Ich sprach davon, welche Aufgaben wir kennen. Ach so, ja. Mhm. Kennen nur die Dorfaufgabe nicht. Wir wissen, was die Opferungsaufgabe ist und wir wissen, was die Wissensaufgabe ist. Wir wissen nur noch nicht, was die Dorfaufgabe ist und die anderen beiden Aufgaben sind wir eben fertig. Das waren einfache Kloppo-Aufgaben. Ja. Let's go. Dann auf zum Dorf. Auf zum Dorf. Beschleunigen wir das mal. Ihr schafft es über die Insel. Vorbei am Schrein. Und ihr kommt in ein Dorf. Jo. Skipguck. So, wir brauchten den Namen von diesem komischen Knilch, richtig? Ja. Gut, ihr kommt in das Dorf und ihr seht, in dem Dorf sind laufen verschiedene Menschen nur herum und ihr seht mehrere Häuser. Es gibt einen großen Marktplatz und es gibt ein ganz großes Haus, relativ in der Mitte des am Marktplatz dran. Das ist das größte Haus und sieht ein bisschen, das könnte so ein bisschen das Bürgermeisterhaus sein, so ein bisschen das größte von allen. Aha. Ich würde einmal den Speer vorzeigen, wo der Kopf von einem von diesen netten Menschen dran ist und sagen: Jo, moin Leute, wir suchen euren Hauptmann. Wo findet man denn den? Bringt uns zu eurem Anführer. Kann ich nochmal auch einschüchtern würfeln, ob es noch einfach nur um noch mehr. Ich weiß nicht, ob es offensichtlicher sein kann, aber okay. Ja, aber nochmal, dass die nochmal mehr eingeschüchtert sind. Ihr seht, dass die reagieren auf euch so gut wie gar nicht. Und die. Die laufen irgendwie umher, als würden sie euch nicht mitkriegen. Okay, ich würde meine 14 Speere von der Schulter werfen, mir einnehmen. Dann let's start the killing. Und würde tatsächlich auf den nächsten Dorf zugehen und ihn versuchen zu fädeln. Zu was? Dann würfel das. Zu fädeln heißt, er möchte ihm einer nach dem anderen. Er möchte ihn fällen, das heißt, er möchte ihm einen Stab so tief in die Eingeweide rammen, bis er oben aus der Schulter wieder rauskommt. Ich weiß. Und ihn dann aufstellen. Dann tu das. Das ist geschafft. Okay. Ja, du pfählst ihn. Gut. Ich gehe zurück, hole mir einen neuen Speer und gehe auf den nächsten zu und möchte ihn fehlen. Jo, ich mach's mal ein bisschen lustiger. Ich tu das, würfel mal aus. Leute, sind da irgendwo Frauen und Kinder? Ja, da sind auch Frauen und Kinder. Ich beginne mit dem Enthaupten. Auch das ist geschafft. Ich möchte mir das Hauptmannsgebäude anschauen. Und ich enthaupte mit. Habe ich es auch geschafft. Okay, ihr enthauptet nach und nach das ganze Dorf und die scheinen das nicht zu bemerken. Scheinen das nicht zu jucken. Laufen sie enthauptet weiter? Nein. Die fallen um. Gut. Oder werden auch mit den Luken anfangen, wenn wir durch sind. Das heißt, nur um es mal kurz zu sehen, wir sehen einen Wald aus ungefähr 30 Speeren mit den Luken drauf. Und einen Haufen enthaupteter Leichen ringsrum. Auf dem einen Haufen liegen die Köpfe, auf dem anderen okay, die Köpfe, die wir jetzt noch durchsuchen wollen. Ihr wollt looten, okay, ich sag euch, was ihr findet. Ihr findet eine Krücke, ein Teddy, einen Schlafsack, Teddy. Eine Bibel, einen Kinderwagen, ein bisschen Geld findet ihr und ein Gewehr.
Und ihr findet einen Stein in einem Behältnis, der grün leuchtet. Ich nehm den Stein. Moment, die Aufgabe in diesem Dorf war es, einfach nur alles zu töten. Werdet ihr nie erfahren. Apparently. Hallo, wart ihr auch in den Gebäuden drin? Nein, aber die würde ich jetzt tatsächlich versuchen, in Brand zu stecken. Ich würde jetzt nicht erstmal ins Hauptgebäude gehen. Ich möchte gerne ins Hauptgebäude gehen, bevor es hier anzündet. Ja gut, wir fangen mit den Nebengebäuden an. Was ist ja, ich mach mit. Gibt's eine Kirche? Wenn ja, fange ich mit der an. Ich brenne auch mit an. Ich habe auch ein Feuerzeug. Es gibt keine Kirche, aber es gibt ein Haupthaus, was ganz Großes ist. Dann fange ich an, während ich anzünde, aus der Bibel vorzulesen, die ich gerade im Winter... Was für heretische Worte sprichst du da an? Also, was ist jetzt in dem Hauptgebäude drin? Willst du da hingehen, willst du das... Ja. Ich will reingehen, hab ich jetzt schon irgendwie drei... Alleine Mal oder kommen die anderen mit? Die anderen Häuser an. Ich möchte erstmal die Tür aufmachen. Auch die anderen zünden das Dorf an. Okay, du betrittst das Haus. Ich möchte die Tür aufmachen, nicht reingehen. Ja. Du machst die Tür auf. Da siehst du einen großen Raum drin. Ist da wer drin? Auf den ersten Blick erstmal nicht. Ich möchte Wahrnehmung würfeln und gucken, ob ich jemanden Verstecktes erkenne. Würfe das, wenn du meinst. Ich versage. Ich gehe nicht in den Raum rein. Warte, bis die anderen... Versagst, okay. Du denkst, da ist überhaupt keiner drin in dem Raum. Ja, das ist leer. Das Haus ist komplett leer. Wir haben auch niemanden übrig gelassen, dass wir mit dem reden können oder Fragen stellen können, ne? Du hörst aus einer oberen Etage des Hauses jemanden fragen, wer ist da? Ich möchte gerne meine Englischkenntnisse nutzen und einen schottischen Akzent imitieren. Ich habe, wenn du meinst, dass du das machen musst. Ja, doch, so fühle ich uns gerade. Also eigentlich. Ja. Und ich möchte gerne einfach nur ausdrücken. Ich habe übrigens gerade mal im Skript nachgelesen, eigentlich habt ihr den Stein nicht gefunden. Nein. Ja. Der ist nicht da. Der verschwindet aus meinen Händen. Der verschwindet. Ich möchte grüßen und sagen, dass es hier einfach nur einen Bauern gibt, der eine Frage hat. Okay. Möchtest du das Haus betreten, oder? Nein. Rufe hoch. Okay. Unerfolgreich gewürfelt, eine Person. Ein schottischer Akzent versagt. Ja, okay, aber eine Person kommt zu dir runter. Sieht diese Person hauptmannig aus? Die sieht ziemlich hauptmannig aus. Die sieht, ach Mann. Die sieht folgendermaßen aus. Du hast diese Person vor dir. Das ist der Bruder vom Händler. Nein. Ich frage einfach mal ganz keck nach seinem Namen. Heißen Sie Wolverine? Den sagt er dir. Der stellt sich vor als Stuart McLean. Stuart McLean und meint, er sei der Anführer der Bürgerwehr. Du hast keine Bürger mehr. Wem? Ich sehe niemanden mehr. Die Bürgerwehr hat keine Bürger mehr. Du hast auch von der Seite so, brauchst du den noch? Er guckt schräg an die vorbei und zuckt mir den Schultern, was er da draußen sieht. Zuckt ihn einfach nicht, dass ein ganzes Dorf brennt. Er meint... Alles nicht echt hier. Er meint zu dir, ach, ihr seid die Leute, die Insel gebracht habt. Das ist nachdem ihr hier nach Schottland kamt, ist hier ziemlich viel losgebrochen und das hier
Ihr müsst sofort von dieser Insel verschwinden und. Das versuchen wir. Weißt du, wer uns hier hingebracht hat? Entweder ihr verschwindet sofort von dieser Insel oder ihr werdet durch meiner Leute Hand sterben. Und. Welche Leute? Dann deine Leute. Die hängen Leute, da. Die nicht in diesem Dorf sind. Dann hängen die da auch gleich. Das ist die Bürgerwehr. Wir haben vor zu verschwinden. Du hast nicht zufälligerweise so einen leuchtenden Stein mit einem metallenen Einlassdings, denn das brauchen wir, um hier zu verschwinden. Davon habe ich noch nichts gehört. Nee, das ist. Sympathisch. Zufälligerweise eine Schriftrolle rumliegen. Ich halte die eine Schriftrolle vor, die ungefähr so aussieht. Nein. Wahrscheinlich das in einem ist, der Hölle gebrannt haben. Aber, ja. dieser Dedefur, der mit euch auf diese Insel gekommen ist, der hat die Bewohner dieses Dorfs verhext und der ist seitdem passiert auf der Insel, dass da ein kleines Mädchen am Strand, da sind irgendwie auf dem Friedhof erwachen Geister zum Leben und seit der Typ auf die Insel gekommen ist, bricht hier die Hölle los. Nein. Hat er dir nur gerade zweimal gesagt, aber egal. Sorry, das hatte ich vergessen. Das hatte ich außen überhört, weil ein paar Leute hier reden. Gut. Wo ist die Schriftrolle? Wir brauchen noch eine dreckige Schriftrolle. Ich werde es nicht nochmal nennen, aber ich werde den Namen noch nicht nochmal nennen, aber ich gebe dir einen kleinen Hinweis mal auf den Stream-Titel zu gucken. Der kommt immer noch heißt Stuart. Der hier heißt Stuart McLean, aber der Bastard heißt einfach nur Noroi. Er heißt Professor Noroi. Nein. Guck in den Streamtitel. Guck in den Streamtitel, wie das Abenteuer heißt. Guck dir genau an. Wie das auch Abenteuer das heißt. Das ist aber eigentlich Meta-Wissen, das wird eigentlich nicht benutzt, aber. Deshalb hatte ich vorher gefragt, Meta-Wissen, ja, nein. Deswegen wurde der Name gerade zweimal genannt. Von ihm, aber. Egal. Ihr habt nicht aufgepasst. Ja, es tut mir leid, es haben sehr viele Leute durcheinander gesprochen. So ist das hier die ganze Zeit schon. Gut, er sagt hier nochmal ausdrücklich, verschwindet hier und nimmt die Typen mit und wir lassen euch in Frieden. Können wir ihn auch fehlen? Willst du es versuchen? Ich greife ihn an. Okay, du greifst ihn an, Würfel. Jungs, mach ihn fertig. Würfelt Initiative. Ihr seid jetzt in einem Kampf. Ihr habt es nicht anders gewollt. 57. Ihr hättet ihn verhindern können. Ich bin der Letzte. Ich bin die Zweite. Ich wollte euch das bewahren. Okay, er greift euch auch an. Er nimmt sein Schwert und greift euch an. Er ist natürlich als erstes dran und er greift euch an und er greift wen an? Entscheid das bitte einfach logisch. Sag einfach, wen er angreift. Ich. Er greift dich an. Ja. Und mit zwar mit seinem Schwert. Okay, ich wehr ab. Hab's geschafft. Okay, muss gar nicht auswürfeln. Okay, dann seid ihr dran. Let's go. Um zu wissen, wie viel, wie viel er selber kriegt. Wie viel er selber kriegt, weil er gar Konter hat. Damit. 5d10. Okay. Dann ist Harold. Ach. Yes. Dann greift an. Ja. Dann wirft den Schaden aus. 19, ich hab schlecht gewürfelt diesmal. Okay, wer ist als nächstes dran? Anna, ich würde einen von den aufgespießten Menschen wieder, also den Speer wieder nehmen. Nein, schlag ihn mit den Menschen bitte. Ich bin nicht so kräftig, leider. Ich hab grad Frauen und Kinder umgebracht, was wollt ihr noch tun? Wird den Mensch davon wieder versuchen abzustreifen und dann mit dem Speer auf den guten Steward losgehen.
Dann tu das. Geschafft. 69. Schöne Zahl. Auf geht's. 18. 18 Schaden. Six. Okay. Jetzt wäre ich gerne ein Nekromant. Boah, Alter. Aber die können sich ja gar nicht bewegen, wenn die gefehlt sind. Die Kopflosen. Ah, stimmt. So, wer ist dran? Ich bin dran. Six. Ihr kriegt meinen Speer in die Fresse. Ich treffe nicht. Okay, dann ist er wieder. Dann ist er wieder dran. Nein, ich bin dran. Warst du nicht schon? Nein, ich hab gekonnt. Nein, okay, okay, dann. Oh, ich hab getroffen. Das ist kritisch. Kritisch getroffen. Doppelter Schaden. Ja, erstmal, Ding. Wie viel? R. 1D5. Bitte 5, bitte 5, bitte 5. Okay, warte. Warte, 8 mal 5 sind 40, ne? Ja. Okay. Es rollt gerade ein bisschen. Und ich werde die Bossgegner für den dritten Teil wieder hochschrauben. Es gibt einen dritten Ich habe die ein bisschen skaliert, aber ich werde wieder. Die 106! Ihr habt den Arm getötet. Hat auch gerade 5 Kugeln in die Fressen bekommen. Ich werde die Gegner. Ich habe nach Teil 1 habe ich die Gegner mal ein bisschen runtergelevelt, aber ich werde die für Teil 3 wieder hochleveln. Das werden wieder stärker. Mach, was du für richtig hältst. Nachdem ich das jetzt. Es ist halt ein riesiger Unterschied zwischen Waffen, zwischen Nahkampfwaffen und Schusswaffen. Der Unterschied zwischen denen ist halt viel zu groß, glaube ich. So, ihr habt den Arm getötet. Da liegt jetzt seine Leiche in dem. Nachdem ihr das ganz doof getötet habt, Okay, der liegt tot in seiner. Hütte. Gut, ich möchte ihn looten. Ja, hat eine Schriftrolle bei sich. Er hat keine Schriftrolle bei sich. Ist seine Hütte eine Schriftrolle? Nein. Wir looten erstmal seine Hütte. Gut, dann fackel ich seine Hütte ab. Ich möchte ihn looten. Also gibt es hier nirgendwo eine Schriftrolle? Nein, es gibt hier nirgendwo eine Schriftrolle. Und habt ihr sie abgefackelt? Du findest keine Schriftrolle. Höchstwahrscheinlich. Also kommen wir nie wieder von der Insel runter. Ja, richtig. Wir haben das Spiel gebrochen. Noch lange nicht. Was? Wir haben es noch nicht gebrochen? Oh. Aber ihr findet keine Schriftrolle. Dann hat der gute Professor die letzte Schriftrolle. Gut, da seid ihr. Das habt ihr gemacht. Das ist euer Ergebnis. Gut, also was wollt ihr tun? Wir haben genug Antworten, wir gehen jetzt zu den Mädchen, machen das. Also ich würde vorher ganz gerne haben. Zum Stein. Ich habe mindestens 3 Antworten. Wie viele Antworten ich nicht habe. Also wir haben Nuroi Feuerdings, das Opfer. Erinnert sich noch wer an alle Fragen? Nein, aber wir wissen definitiv nicht die Namen von allen von diesen Göttern. Wir wissen die menschlichen Namen nicht von denen. Wir wissen, die Namen hatten wir das letzte Mal richtig, nur die menschlichen Namen hatten wir nicht richtig. Dann wissen wir nicht, wie der gute Prof heißt. Dann müsst ihr das mal raten. Wir wissen nicht, wie die gute Hellseherin heißt. Genau, wir wissen nicht, wie die Voodoo-Tante heißt. Also bei mir fehlen momentan nur 2, aber ich hab ja nicht alle gemerkt. Ja, keine Ahnung. Nutzt ihr jetzt Metawissen für den Prof, oder? Gut, als ihr euch von der Hütte entfernt, seht ihr, dass aus dem Nichts ein Blitz in die Hütte einschlägt und die Hütte in Flammen aufgeht. Die Hütte war schon in Flammen aufgegangen. Richtig. Geht noch mehr an Flammen auf. Die Ruinen fangen an zu brennen. Ja, ein Blitz schlägt in die Hütte ein. Würfelt mal eure Wahrnehmung. Okay. Nö, das werde ich nicht machen. Ich sage einfach nur, seht ihr, sogar Gott ist auf unserer Seite. Und ich halte die Bibel hoch. Gut geschafft.
weiß nicht, gibt's noch einen, der unter 50% hat? Let's geschafft. Ja. Dann sieht zumindest einer von euch, dass das reicht mir aus. Damit du kannst den anderen auch sagen. Muss mal gerade lesen. Du siehst gerade hinter dem Haus eine Gruppe von vier Leuten in schwarzen Kutten davonlaufen. Schau mal, da laufen Leute. Was? Wer? Hingehen. Ich nehme mal einen Speer und Wie weit sind die entfernt? Kann ich schießen? Oder die rennen schnell davon. Das ist das. Kann ich noch schießen? Hinterher. Wenn du willst. Darf ich schießen? Ihr schafft es, die einzuholen. Okay, dann schieße ich nicht. Und ihr seht folgende. Wenn wir schaffen, sie anzuholen, dann will ich angreifen. Sobald ich in Reichweite bin. Wollt ihr angreifen oder wollt ihr die? Wir wollen angreifen. Ich will sie erst einschüchtern. Verdammten Insel um. Ja, wird nur nicht angreifen. Erstmal nur böse angucken und sagen: Haltet ein! Ich will sie einschüchtern. Okay, ihr seht folgende Leute. Ich hab sie nicht eingeschüchtert um einen Punkt. Ihr seht diese Person. Und ihr seht eine dritte Kapuzengestalt, die ihre Kapuze sehr weit übers Gesicht gezogen hat. Ich renne auf die Person. Versuche ich, die dritte abzustechen. Von denen eine Schriftrolle dabei? Nein. Ich renne auf die Person zu und versuche sie zu fehlen. Wen möchtest du? Wen davon? Den rechten, den du den da dritten gezeigt hast. Okay, das ist geschafft. Du hättest gar nicht würfeln brauchen, weil das im Moment, wo du auf die Person zu rennst, bleibst du wie angewurzelt stehen und du scheinst gegen eine Wand zu rennen. Du siehst wie eine Person davon nur die Hand gehoben hat gegen dich. Verdammt, die mächtigste Waffe von allen. Plot-Armor. Wir können sie nicht besiegen, wir müssen gehen. Okay, ich schieße. Vielleicht haben sie eine. So, ich schieße jetzt. Ihr wollt die unbedingt töten, oder? Nein, ja. Ich will sie nicht unbedingt töten, ich will sie nicht sprechen. Das gelingt euch nicht. Ich hab da mal so eine Frage. Ich hab schon geschossen, ist mir scheißegal. Sie. ihr trefft die nicht. Alle Kugeln prallen ab wie an einem großen Feld. In den schwarzen Kutten vor mir. Grüße. Wer seid ihr? Warum lauft ihr weg? Warum schießen Blitze aus dem Himmel? Sie schauen dich an, aber sie antworten dir nicht. Gut. Habt ihr zufälligerweise einen Stein für mich? So einen wie den hier. Und einen der Steine oben. Pack den Stein danach sofort wieder weg. Sie antworten dir nicht, sie würden keine Antwort, aber du merkst ihnen vielleicht an, dass sie keinen haben. Gut, dann sind sie uninteressant. Ja. Warum seid ihr weg? Lauft ihr weg? Du kriegst von denen keine Antwort im Moment. Gut. Ich nehme einen Stein und werf nach denen. Darf ich erstmal fragen, wie ihr heißt? Bessere Frage, wie soll ich euch nennen? Sie in dem Moment fliehen sie. Haben sie. Die hauen ab und verschwinden. Uff. Wir sind schneller als ihr. Übrigens, mein Stern hat sich nicht. Mir fehlen übrigens noch zwei Fragen, die ich gerade nicht auswendig. Ist doch egal. Laut Spielleiter dürfen wir drei Fehler haben. Ja. Ja, in der Fall aber die Fragen nicht wieder ein. Also ihr wollt zurück zum Mädchen am Strand. Ja, wir machen das Quiz. Wir haben jetzt mittlerweile im Charakter alle Antworten. Müssen wir das wirklich nochmal spielen? Wenn ja, dann gib uns die Fragen. Ihr wisst die Fragen nicht, die kann ich euch stellen. Ich habe noch eine Frage. Okay, ihr seid zurück bei dem am Strand und
Das Mädchen stellt euch wieder folgende Fragen. Die habt ihr schon beantwortet, könnt nochmal beantworten. Wo befinden wir uns im Moment? Eine Insel. Was musste man. Was muss man auf Hütte. Was musste man auf Nori Island tun, um den Geist des Feuers von seinem Fluch zu befreien? Opfern. Ein Opfer bringen. Das war eine Schildkröte. Wie ist Zigarre. Denn. Wie ist der Name des Professors, der euch von Nori Island auf diese Insel verfolgte? Streamtitel. Anzieter. Ja, das ist aber Metawissen. Das müssen wir jetzt nicht unbedingt anwenden. Ja, aber ihr wisst, der wurde euch zweimal gesagt. Achso, es tut mir leid, das kam einfach durch das Buch. Ja, ich glaube, du hast zugehört. Ich hab's auch irgendwie überhört, aber wir wissen es ja. Wenn ihr eine durcheinander quatscht, dann kann ich euch auch nicht helfen. Sagte Le Dufour. Das ist tatsächlich der richtige Name. Wie viele Prüfungen des Willens gibt's auf dieser Insel? Fünf. Der Name der Voodoo Lady wisst ihr nicht. Wollt ihr ihn raten? Undula. Marianne. Dagmar. Das ist falsch. Welche Orte gibt's auf dieser Insel? Ja, hatten wir schon. Skip. Wie lautet der Name des Anführers der Bürgerwehr in dieser Insel? Stuart McLean. Es existiert keine Bürgerwehr mehr. Das sagst du. Stuart McLean. Und es existiert kein Anführer der Bürgerwehr mehr. Er wurde erschossen. Was ist das, die Kannibalen? Ja, hattet ihr schon Namen der fünf Elementardämonen, habt ihr schon genannt. Aber ich nenne mir drei irdische Namen von Wächterdämonen. Haben wir nicht. Franz, Marie, Karl-Heinz. Falsch. Ich wollte auch Karl-Heinz sagen. Aber das kann man sich theoretisch denken. Welchen Namen würdest du einem Dämonen geben? Lucifer. Belzebub. Aziraphel. Da hattet ihr tatsächlich schon einen richtigen. Raphastan. Wenn du einfach nur die Standard-Leute genommen hast, dann ist das okay, langweilig. Dann haben wir Behemoth. Dann haben wir technisch gesehen Behemoth, Beelzebub, Asmodan, Baal, Belial, Mephisto. Technisch gesehen habt ihr einen richtigen, aber... Satan. Genau. Lucifer. Hatten wir schon. Morax ist noch ein Dämonenname. Lucifer hatte einen. Ich müsste meine Bücher wieder raus. Das gebe ich euch als Punkt. Okay. Und? Letzte Frage, was bin ich? Ein kleines Mädchen. Das ist leider falsch. Cool. Ein Fragensteller. Aber damit habt ihr, glaube ich, fast alle richtig. Nein, wir haben vier Fehler. Nö, was habt ihr denn falsch gemacht? Wir wissen nicht, was das Mädchen ist. Wir haben die erste Frage falsch beantwortet, weil wir haben Insel gesagt, nicht das Fischerdorf. Wir wissen die Dämonen. Ja, das Fischerdorf jetzt sagen. Das ist richtig. Erste habt ihr richtig, die zweite. Dann haben wir drei falsch, das passt. Ihr habt die bestanden. Das ist. Damit. Hinterfrag ihn nicht. Damit erhaltet ihr. Von dem nicht kleinen Mädchen einen weiteren Stein. Ja, welche Farbe? Die habe ich jetzt nicht weiter bestimmt. Ich sag mal orange. Es ist ein Stein. Er ist orange. Cool, wollen wir jetzt zum Steinkreis gehen? Mir ist gerade irgendwie je nach Opferung. Ist eine Opferung. Sympathisch, wen darf ich opfern? Mich. Bitte. Ja, gerne. Fantastisch. Ja. Okay. Warum so mieslaunig hier? So, ihr kommt zurück zu dem besagten Altar hier und seht dort eine große, die schon beschriebene Opferungsstelle. Vorzüglich. Ich denke, ihr habt die meiste Erfahrung, was dies angeht. Gibt es dort irgendwelche speziellen Sachen? Willst du die Schriftrolle nochmal lesen? Ich lese die Schriftrolle nochmal.
Opferungsrituale sind divers. Was steht da? Schriftrolle. 5 Prüfungen des Willens. Prüfung des Opferungswillens. Beweist euren Willen, für eure Ziele Opfer zu erbringen, durch nichts Geringeres als euer selbst. Nun ist die Zeit gekommen, da ihr einen aus eurem Team erwählen müsst, als Opfergabe zur Besänftigung des großen Sturms. Okay, wir haben also jemanden zu erwählen. Durch unser Selbst. Das heißt, wir müssen uns selbst umbringen. Richtig. Ich wähle Anne. Hier in mein Messer. Cool. Ich wähle entsprechend die gleiche, denn sie hat sich bereit erklärt, das Opfer zu sein. Wählt sie irgendwer? Das wäre fürs Opfer. Nö, wir wählen alle. Gut, dann geh ich. Du hast die Ehre auf dem Altar. Machen wir Seppuku oder machen wir, sie bringt sich einfach selber um? Warte. Ich will's ausspielen. Machen wir Seppuku bitte. Das ist viel cooler. Gerne. Was für ein Ding. Währenddessen rezitiert. Kann ich ein Schwert haben, damit ich das auch durchführen kann? Währenddessen rezitiert. Ja, kannst du. Du hast spezielle Opferungs. Ich würde langsam zum Altar schreiten. Weißt du, wie es hier fokussiert? Ja, so halb. Du hast den Tantor im Bauch. Ich würde mich dann auf diesen Altar im Schneidersitz draufsetzen. Ich hoffe, der ist groß genug dafür. Und würde anfangen, den Dolch an meinen Bauch zu halten, reinzustechen und einmal durchzuziehen. Und nach einer gewissen Zeit köpfe ich ihn. Oder enthaupte ich ihn. Okay, das war unnötig, aber... Nein, das ist Seppuku. So funktioniert das. Das ist die traditionelle japanische Art, seine Ehre wiederherzustellen. Ja. Interessant. Ja. Deswegen Styx labert währenddessen aus dem Manifest der anderen Seite. Bevor ich das mache, sage ich zu Styx noch, wir sehen uns auf der anderen Seite. Wahrhaftig, sie wird dich erwarten. Ja. Sehr schön. Ein glückliches Ende. Ein sehr glückliches Ende. Ein sehr glückliches Ende. Das opfert sich Leute für meinen Kult. Ja. Okay. Aber Ich würd dir mal die Sache ersparen, würde ich dir, weil ich sehe, dass du keinen Bock mehr hast. Welche Sache würdest du mir ersparen? Ich will jetzt machst du mich neugierig. Jetzt wollen wir es wissen. Dann würde es wirklich noch machen, und es ist dann, eigentlich passiert das ohne dich. Ist dann, aber wenn du willst, wenn du noch weiter dranbleiben willst, kannst du entweder einen anderen Voice dich begeben oder dich muten und dabei bleiben. Die Frage. Du kannst dich jetzt entscheiden, ob du noch die Möglichkeit haben willst, dass dein Charakter wiederkommt oder ob du deinen Charakter jetzt offiziell opfern willst. Wie ist es denn in deinem Pen and Paper vorgesehen? Es gibt noch eine Möglichkeit, in dem du wiederkommen kannst. Ich will das jetzt nicht spoilern, weil das funktioniert noch weiter. Spiel ist so, wie es vorgesehen ist, wenn die Gruppe es schafft. Gut, Anne ist jetzt erstmal geopfert worden und die Tod ist dort auf dem Altar. Und du. Dann verabschiede ich dich erstmal. Vielleicht bis später. Wenn ihr mich irgendwie wieder beleben werdet, pingt mich an. Dann komme ich wieder. Okay. Okay. Ansonsten viel Spaß. Haben wir jetzt einen Stein bekommen? Ihr habt ihr seht die Leiche von eurer Mitspielerin sich auflösen und statt Anders Leiche liegt dort ein blutroter. Okay, wollen wir probieren, nochmal in den Wald zurückzugehen, uns alle gegenseitig umzubringen, bis eine überlebt und schauen, ob sie wieder zurückkommt? Okay. Ey, wirklich, das kann ja funktionieren, aber beim letzten Mal haben wir alle komplett regeneriert, obwohl wir manche schon Schaden gehabt haben. Aber auch nur, wenn die Schwerter wieder auftauchen. Ja.
vorzüglicher Plan. Uns fehlt sowieso nur noch genau ein Stein und eine Schriftrolle und sie ist nicht im Dorf. Wir haben also keinen Ort mehr übrig. Wir probieren es nochmal. Ihr könnt ja mal die Kristalle trotzdem einsetzen in den. Das war mein Plan. Aber erstmal gucken wir, ob im Wald Dinge auftauchen. Ja, okay, dann tut ihr das. Ich bringe mich direkt selber um. Das ist mir scheißegal. Also wenn die Schwerter auftauchen. Genau. Wir müssen es mit den Schwertern bekämpfen. Wichtig ist, wir müssen es mit den Schwertern bekämpfen. Okay. Also stimmt. Ihr geht zurück in den Wald. Ihr kommt wieder auf die Lichtung. Ich mach's kurz, es passiert nichts. Noch. Okay. Schade. Aber es war eine gute Idee. Ihr habt die Prüfung bereits bestanden. Ihr steht auf einer schönen Lichtung. Geht's halt jetzt zum Bogen. Es muss eine Möglichkeit geben, sie wiederzukriegen. Ich möchte sie gerne wissen. Okay. Ich glaube, der Pathfinder, der war mit dem Charakter schon sehr unzufrieden. Wenn wir auch einen neuen Charakter haben, uns das da. Ist da mal. So, ihr kommt an dem. Ich sag weißt mal du nichts. Das oder vermutest du das? Ich vermute das. Ich sag dazu nichts. Ihr kommt an dem Schrein wieder an. In der Mitte und ihr seht die leeren Aussparungen in der Mitte. Die Aussparungen werden entsprechend von mir gefüllt mit den Steinen. Wie viele Steine habt ihr jetzt nochmal? Ja. Vier müssen. Wir haben einen lilanen Stein vom Friedhof, wir haben einen roten Stein aus dem Wald, wir haben einen orangen Stein aus der Küste und wir haben einen blutroten Stein aus dem Steinkreis. Okay, den. Fehlt ein bisschen grün und ein bisschen blau, muss ich gestehen. Ein einziger Stein fehlt euch. Sobald ihr die Amulette, die vier Amulette in den Schrein eingefügt habt, stößt ein großer, beziehungsweise vier große Strahlen aus der Mitte des Schreines in den Himmel. Ich stelle mich in den Strahl und denke, dass es Bifrost. Ich beobachte, was diese Strahl, was natürlich über die ganze Insel zu sehen ist. Wir werden jetzt von den Bürgern angegriffen. Mal schauen. Von allen zwei. Nein. Lass noch mal. Eigentlich ja. Die machen sich auf den Weg zu euch. Sekunde, müssen wir ab. Ihr seht tatsächlich eine Person, die vor euch auftaucht. Der gute Professor taucht vor euch auf, und erscheint vor euch. Der Professor Ledufor erscheint vor euch. Oder wie es ausgesprochen wird. Und er prahlt damit, er sagt, ich habe den Sturm hier erschaffen, um euch hier festzuhalten. Mit der Hilfe des Superschurkenrede abstechen. Er ist noch abgelenkt. Okay. Ich schließe mich an. Ihr beginnt einen Kampf. Ja. Ohne ausreden zu lassen. Meine erste Aktion trifft. Ein großer Lichtblitz erscheint und der Kampf beginnt und ihr setzt noch nicht ein. Ihr würfelt erstmal Initiative aus. Ja, 55. Ja. Erstmal Initiative 25, und er greift natürlich als Erster an. Wozniak hat 98 Initiative. Er greift natürlich als Erstes an. Ich greife an. So, ich habe gerade. Ich habe natürlich getroffen. Jetzt muss ich wieder dieses Slash. Scheiße jetzt. Einmal, weil ich nett bin. Ich wollte es ein bisschen spannend machen.
39. Ist okay. Okay. Aber ich greife noch nicht an. Erstmal ist er dran. Professor Wedo, du greifst an. Ach so, hä? Er ist als erste Initiative dran, natürlich. Wow. Obwohl ich eine 98 habe? Okay. Und obwohl von ja, uns er die Initiative zum Kampf ausging, aber gut. Er trifft euch natürlich. Oder trifft er nicht? Ja, doch, er trifft euch. Wie eine magische Klinge aus der Luft trifft euch, und zwar ein W3 den ersten. Ich konnte. Weiß nicht, ob das möglich ist, aber lassen wir mal. Hab's geschafft. Es trifft ihn natürlich nicht zurück. Ja, aber ich bin auch. Ja, ich hab halt. Du hast ausgewichen. Reicht mir. Ich werde nicht getroffen. Okay, dann werdet ihr dran. So, wer ist als erstes dran? Ich bin als erstes dran. Jetzt würfel ich nochmal, weil das erste nicht gegolten hat anscheinend. Schade, ich treffe trotzdem. Aber jetzt habe ich die Möglichkeit, mehr als einen Schuss abzufeuern. Tust du aber nicht. Mach das. Schade eigentlich. Roll. Ein Schuss nur. Ja, ja. 48. Ist trotzdem mehr. Ist okay. Okay, 48. Ja. Ja, ist schon halb am Verrecken. Ich muss die Boss-Gegner echt höher machen. Ist wirklich halb am Verrecken. Mist. Fütter 3 macht die Boss-Gegner auf jeden Fall höher. Okay, der nächste dann. Das bin ich. Ja, der kriegt halt jetzt eine Peitsche, nicht eine Peitsche, ich hab leider keine Peitsche. Der kriegt jetzt einen Speer an die Fresse. Okay, tu das. Das ist getroffen. Dann würfel den Schaden aus. 12. Was hab ich denn gemacht? Ich bin stolz auf dich, du hast getroffen. Dankeschön. Okay. Harold ist dran. Ja. Harold. Für mich ist und bleibt es Harold. Valide. 25. So, 25 Stimme Schaden muss man abziehen. Ja. Er ist jetzt erst nochmal dran. Einmal darf noch angreifen. Er zieht einen großen Speer aus Licht und ist der Gott und wirft ihn euch entgegen. Ist der Jesus? Ja. Und das ist er der Ätherdämon? Ja. Schafft er das? Er schafft das sogar sehr gut. Ein kritischer Treffer. Er trifft. Bitte triff mich und ich weiche wieder aus. Als ob du dem ausweichen kannst. Nummer 3. Nummer 3 ist in dem Fall. Das ist Styx. Nummer 4. Ich bin Nummer 4. Naja, die 3. Ja, Jesus Christ. Ich weich trotzdem aus. Also, ich versuch's zumindest. Versuch es. Ich bin damit nicht erfolgreich. Wie viel Schaden kriegst du? Weich nicht aus. Du kriegst. Sekunde. Nee, das ist ein D100 und ich bekomme einfach 100 Schaden. Dann gehe ich weinen. In irgendeiner Ecke. Das ist ein sehr, sehr mächtiger Speer, gewicht 5 DC. Deine Mutter ist ein mächtiger Speer, sag ich zu dem Professor, wenn er mich trifft. Sorry. Der trifft dich mit 32 Schaden. Oh, das geht ja sogar noch. Ja. Okay, ich bring ihn um. Ja, versuch es. Jo, bitte. Das schaffst du. Würfel den Schaden aus. Ja, ich würfel erstmal die Schüsse aus. Okay. 40 D8. Soll ich noch auswürfeln oder nimmst du es einfach an, dass er tot ist? 40 D8, los. Los! Auswürfeln. Do it! 212! Gut, ihr seht die Gestalt von Nedufor.
umkippen. Ihr seht, wie er tot zu Boden fällt. Ich würde gerne seine Magie lernen. Und anstelle der Leiche des Professors seht ihr nun die Leiche von niemandem geringeren als Anna. Was? Ja, passiert. Ah, so hätten wir sie retten können. Heavy. Indem wir ihn wieder lieb machen. Ihr habt gerade unbewusst gegen eure Mitspielerin gekämpft und sie im Kampf besiegt, getötet. Bewusst nicht, aber unbewusst. Gegen den Mitspieler gekämpft, weil du warst die ganze Zeit im Raum und der Mitspieler nicht. Das heißt, wir haben gegen einen NPC gekämpft und... Ein NPC, der die Gestalt von Anna hatte. Who cares? Ich stech noch zwei, dreimal nach. So, aber und tatsächlich, tatsächlich legt sich damit der Sturm um die Insel herum und ihr hört in der Ferne verschwindend von der Insel die Stimme von Le Dufour brüllen. Das All ist leer, alle Dämonen sind hier. Und verschwindet in... Aber die kommen noch gar nicht aus dem Weltraum. Ihr seht jetzt, wo der Sturm aufgehört hat, ihr seht ein Boot am Horizont verschwinden. Da ist ein Boot, okay. Er scheint mit einem Boot davon gefahren zu sein. Was passiert? Okay, Ich würde gerne die Insel durchsuchen. Ich würde gerne wissen, wo diese drei Typen mit den Hoodies, mit den Kapuzen sind. Und denen noch auf die Fresse geben. Nee, ich würde gerne ihre Magie lernen. Die wirst du nicht mehr finden. Ach so, ein Dreck. Ist jetzt der letzte Stein noch bei Anne? Oder bei Annes Leiche? Bei Annes Leiche, den habt ihr gefunden, den habt ihr eingesetzt. Der ist, letzten Stein? Okay, das heißt, das Tor leuchtet jetzt und wir gehen durchs Tor. Let's go. Den letzten Stein habt ihr nicht gefunden. Aber den Stein, der bei Anne lag, den habt ihr eingefügt. Das ist der letzte Stein. Ich meine, das ist nicht der letzte Stein. Ihr habt vier Steine eingefügt. Hä? Und welcher Stein lag dann bei... Ach so. Und liegt jetzt bei Annes neuer Leiche der andere Stein? Nein. Okay, wie kommen wir jetzt von der Insel runter? Gar nicht. Mit dem Schiff. Wir wohnen jetzt hier. Mit dem Schiff. Der Sturm hat sich gelegt. Ihr könnt mal gucken. Der Sturm hat sich gelegt. Ihr könnt theoretisch auch schwimmen. Vergiss es. Ich kann nicht schwimmen. Nein. Deswegen bin ich nicht gesprungen, weil ich konnte nicht schwimmen. Ich auch nicht, und ich hab's trotzdem gemacht. Achso, stimmt. Egal, ich kann nicht schwimmen. Gut, wenn ihr runter zur Küste gehen würdet, würdet ihr sehen, da liegt tatsächlich ein Boot vor Anker. Dann gehen wir jetzt mit dem Boot und das Boot geht unter. Okay. Oder das Boot stürzt ab. Was ist dann nur Roy 3? Ihr brecht mit dem Boot von nach dem ne, du vor hinterher geh mal, es eigentlich müsst ihr macht das nicht. Ihr habt jetzt die Wahl, ihm hinterher zu rudern oder ich bin dafür rudern, nicht hinterher und auf der Insel zu bleiben. Nein, wir können auch einfach in die andere Richtung gehen. Könnt auch in die andere Richtung rudern. Ihr könnt jetzt von dieser Insel runter, Kann ich anhand der Sonnenstandes, kann ich dann herausfinden, welche Richtung Süden ist. Und fahren wir einfach mit dem Boot Richtung Süden, weil das ist nächstes Land. Das ist Europa. Ja, das ist... Wir können jetzt mit der... Okay, wir gehen dann Richtung Süden. Das ist Europa und das Land. Das könnt ihr machen. Okay. Jo. Gut. Wenn wir ganz von der Insel haben, landen wir nur in Großbritannien. Und dann gehen wir weiter. Ihr steckt in das... Dann einfach ignorieren, einfach weitermachen.
Ja. Ihr steigt in das Boot und fahrt nach Süden. Und ihr kommt nach einer Weile rudern, kommt ihr in ein kleines Fischerdorf an der Küste Schottlands. Wir drehen um. Wir starten mit dem Töten. Ihr könnt dort anlegen am Hafen. Ihr werdet dort begrüßt von einigen Schotten, die euch sehr freundlich zum Wettsaufen einladen. Nein. Ich trinke nicht, das schadet den Muskeln. Will Styx mit ihnen gemeinsam auf ein Bier? Nein, Styx trinkt auch nicht. Styx nimmt nur Magic Mushrooms. Ich trinke ein bisschen Proteinpulver. Aber ohne Wasser. Ich schnüffel es eigentlich. Okay, ihr seid in einem kleinen Fischerdorf. Ja, ich schnüffel mein Proteinpulver. Wollt ihr seine Magic Mushrooms und ein bisschen mit den Leuten interagieren? Gurken. Such das nächste Telefon. Ich hab ein Handy. Gut. Euch wird tatsächlich gesagt, dass das vor euch, dass das kurz vor euch tatsächlich ein komischer Professor angekommen ist auf dieser Insel. In welche Richtung ist er gegangen? Und er ist tatsächlich er hat Sekunde, ich muss mal so gerade selbst lesen. Die Leute meinen, die Schotten im Dorf meinen, er sei nur kurz angekommen, habe irgendwas von Nori Island gebrabbelt und sei wie von der Tarante gestochen mit dem Boot davon. Wir fahren uns. Man sagt euch, es sei in die Richtung, er sei nach nach Westen sei er mit dem Boot unterwegs. Aufgebrochen. Okay. Der interessiert mich überhaupt nicht. Dann suche ich das nächste Telefon und bestelle mir ein Uber. In Schottland. Schottland ist nicht Mittelalter. Ja, ich suche ebenfalls, ich warte an dem besagten Telefon und kontaktiere danach das, was noch von meinem Kult übrig ist, hoffentlich. Okay. Ihr könnt jetzt erstmal. Wenn du alles richtig gemacht hast, ist niemand mehr übrig. Ah! Ihr könnt erstmal in dem Dorf Anrufe machen, ihr könnt euch sonst was bestellen. Hiermit endet erstmal Teil 2 des Abenteuers. Okay. Ihr habt's erfolgreich. Yay. Wild. Durch dieses Abenteuer geschafft. Das war eine Erfahrung. Jo. Ja. Das war Teil 2 des Abend von Nori Island. Gut, ist Teil 3 schon fertig? Teil 3 ist schon fertig. Bin gespannt, wie das wird. Ihr habt da das kleine Fischerdorf, okay. Wo ihr auch noch ein bisschen was machen könntet. Gut, damit endet dieser Abend für heute. Ich würde das auch an dieser Stelle beenden. Natürlich. Wir können. Ja. Haben wir es in einem Stream durchgespielt. Wann wollen wir dann einen Termin für den dritten Teil machen oder willst du das wieder mit einer anderen Gruppe spielen? Ich würde sagen, am 10. Juni haben wir erstmal so vor. Da können wir erstmal das noch dazwischen schieben. Und danach können wir irgendwann einen Termin für Teil 3 machen. Entweder mit euch oder mit einer anderen Gruppe. Mit euch wäre es ganz gut, aber also mit Styx und so, das wäre Styx eine gute Karte, die man gerne dabei hätte. Ja, ich würde gerne einen Pyromanen spielen, aber ja, können wir machen. Noch darf Styx bleiben, Styx ist ja noch nicht tot. Ich kann dir sagen, ich habe am 16.
Junizeit. Habt ihr denn nach den... Habt ihr denn nach den zwei Abenteuern noch, also Mordi wahrscheinlich nicht, noch Bock auf ein weiteres Abenteuer? Ich würde es jetzt auch durchziehen, wenn die anderen mitziehen. Ja, also Mordi, du hast jetzt zum zweiten Mal am Ende des Abenteuers miese Laune gemacht, deswegen... Ich durchziehe würde ich es aber auch, ist dir eigentlich klar, dass die meisten von uns das Abenteuer da echt nicht so cool fanden? Glaube ich jetzt einfach mal. Also du zumindest, ist mir klar, dass du das blöd fandest. Wir haben in Pausen geredet, das fand keiner von uns. Ich mochte vor allem die Dynamik unserer Gruppe, muss ich gestehen. Die hat es für mich an den meisten Stellen gerettet. Das ist auch das Gute für das Gute bei Pen & Paper. Ich habe auch zu wenig Witze erzählt heute. Das stimmt. Es ist sehr wenig. Ich hoffe, es hat trotzdem irgendwie Spaß gemacht, dass da... Also der Teamkampf gegen Spieler gegen Spieler, das kam ja so rüber, als ob er euch gefallen hätte. Ich fand's witzig, was wir gewürfelt haben. Ja. Da war's doch nicht. Es war's zumindest. Das PvP ist halt eigentlich nie cool und. Es war's doch zumindest. Rein Würfelorgie wird wie heute. Er war's doch zumindest nicht komplett langweilig. Ihr habt gutes Spiel miteinander gemacht, ihr habt gut im Team funktioniert. Das ist doch auf jeden Fall mal lobenswert. Gut. Das war nur Royale Teil 2. Jetzt die wichtige Frage, wie viele Punkte gibt's? Ja, das stimmt. Ja, meinetwegen könnt ihr euch nochmal 50 Punkte geben. Für das abgeschlossene Abenteuer. Alles klar. Und Pathfinder kann, wenn er wieder mitspielen will, sich neue Charakter erstellen. Ich habe jetzt Brechen 100, beziehungsweise 116. Ja, Charaktere. Und Charaktere sind am Ende nochmal OP. Wie habe ich es eigentlich geschafft, noch nicht zu verrecken? Ich habe tatsächlich in dem ganzen Abenteuer bin ich jetzt am Ende immer noch auf 100 HP. Ja, ich auch. Und ich hab einmal Schaden bekommen, ich nicht mehr. Ja, ich habe auch schon Schaden bekommen, aber das hat sich dann halt regeneriert und seitdem habe ich keinen Schaden mehr bekommen. Ich habe jetzt im Endkampf noch Schaden bekommen. Ah. Ich glaube auch, das System How to Be Hero ist da vielleicht ein bisschen für meine Zwecke ein bisschen, mich in ein anderes System einzulesen, ist da ein bisschen. Ich hab dir gesagt, mein Ding ist in Beta-Status fertig, du kannst es benutzen, du hast den vollen Zugriff. Dein System habe ich mir durchgelesen, das funktioniert, du würfelst damit mit verschiedenen Würfeln für verschiedene... Überwiegend der W100, weil ich glaube nicht, dass du mit Magie spielst. Das gefällt mir ehrlich gesagt nicht so ganz, weil ich dann doch schon mal... Also mit D6 und mit D12 irgendwo kämpft das dann mit jeder Waffe. Wenn du verschiedene Waffen hast, brauchst du auch verschiedene Stärken irgendwie. Das ist in deinem System noch gar nicht geregelt. Ja, doch. Verschiedene Waffenstärken. Verschiedene Stärken. Ja, es gibt schwere Waffen, wie zum Beispiel Streitex, die machen einen W12 Schaden. Aber wie unterscheidest du zwischen... Messer, die machen einen W4. Indem du in die Liste gehst, beziehungsweise... denkst, was macht eine große Waffe für einen Schaden? Okay, macht viel Schaden, kriegt einen W12. Das legst du fest, das ist deine Aufgabe. Naja, ich hab mir dein System durchgelesen. Vielleicht finde ich irgendwie einen Mix aus beiden Systemen. Du kannst dir auch was eigenes machen. Ich kann dir im Zweifel auch DSA oder D&D rüberschicken, so ist nicht. D&D krieg ich, das ist, nein, dann fange ich gar nicht erst an. Ja, ich habe jetzt übrigens den sämtlichen Kampfwerten 100. Ach, habe ich auch. Interessant. Jesus Christ. Da brauchen wir gar nicht mehr zu würfeln. Ja, ich habe die ganze Zeit einfach nur gewürfelt, damit gewürfelt wurde. Ich verabschiede mich mal, ich bin nochmal weg. Gut. Ja. Bis Nori eine 3, falls er wieder mitspielen wollt, alle. Ja. Ansonsten. Gute Nacht. An dem Punkt müssen wir es her. Haut rein. Jo, ciao. Gut, na dann.